So, guten Tag und willkommen zum heutigen Video. Heute packen wir unsere Supplements für eine ganze Woche. Wie das funktioniert, seht ihr jetzt. Bevor es losgeht, gibt es hier den Supplinizer. Mache ich Werbung auch unbezahlt. Das Ding ist nämlich wirklich cool. Da habt ihr verschiedene Fächer. Da ist jetzt schon ein bisschen noch ein Rest übrig. Aber für morgens, vor dem Training, nach dem Training und für abends. Und da könnt ihr euch quasi eine ganze Woche vorbereiten. Ganz lieben Gruß an den Tim und danke für den Supplinizer. Jetzt geht's los. So, wie ihr sehen könnt, haben wir hier ganz viele verschiedene Sachen und ich werde zu jedem Einzelnen ein bisschen was erzählen. Wir beginnen mal bei Vitamin D3 und K2. Vor allem hier in Deutschland ist es wichtig, D3 zu konsumieren, weil wir hier leider nicht so viel Sonne haben wie in südlichen Ländern, wie zum Beispiel in Mexiko. Da ist es vielleicht nicht ganz notwendig, D3 zu supplementieren. Hier in Deutschland halte ich das für auf jeden Fall notwendig. Das ist Punkt 1 gegen die Winterdepression, die du in Deutschland eigentlich die ganze Zeit hast. Deswegen sind die Leute hier auch so, wie sie sind. Punkt Nummer 2 sorgt dafür, dass wir mehr Kalzium einlagern können in die Knochen. Und das K2 ist dafür zuständig, dass sich das Kalzium nicht in die Arterien oder in die Venen ablagert, sondern die Venen frei bläst, wenn man so will. Das hat übrigens noch viel, viel mehr Vorteile als nur das, was ich aufgezählt habe. Dann gibt es Verdauungsenzyme. Übrigens, zu dem K2 haben wir hier 5000 Einheiten pro Tablette. Das kann man täglich machen oder zweimal täglich bis zu 10.000. Wenn man denn möchte, kann man dann nach Wochen einen D3-Test machen bzw. einen Bluttest und den D3-Wert im Blut bestimmen lassen. Habe ich persönlich noch nie gemacht. Ich glaube nämlich daran, dass es keine D3-Überdosierung gibt, die dir schadet. Der Wert kann außerhalb der Range sein, aber die Range wird anhand eines normalen Menschen ermittelt und ich glaube, jeder Schwergewichtsbodybuilder hat nichts mit normalem Mensch zu tun. Also da muss man natürlich ein bisschen drauf achten. Wie gesagt, D3, K2. Jetzt kommen wir zu den Verdauungsenzymen. Halte ich für eine der wichtigsten Supplements. Die benutze ich zweimal am Tag. Und zwar morgens nach dem Frühstück und abends, bevor ich schlafen gehe. Warum? Erstens will ich vor dem Training gut verdaut haben. Erstens, dass die Nährstoffe, die ich zu mir genommen habe, möglichst im System ankommen oder dann auch bald verfügbar sind, auch wenn sie nicht unmittelbar danach verfügbar sind, sondern Stunden danach. Dennoch möchte ich gewährleisten, dass davon viel gespalten werden kann und im Organismus verfügbar ist. Über die Nacht bewegen wir uns kaum, da ist die Verdauung etwas träger. Und dann möchte ich meinem Körper bzw. meinem Magen alle Enzyme zur Verfügung stellen, die er braucht, um die Nahrung, die ich am Abend zu mir genommen habe, korrekt zu spalten und aufzunehmen, dass sie quasi am nächsten Tag dann verfügbar sind. Liver Support, für mich persönlich ein sehr, sehr wichtiges Produkt. Wie ihr wisst, leide ich an einer Genveränderung bzw. an einem genetischen Defekt, der meiner Leber etwas Schaden zufügt. Also nicht direkt der Leber, das geht über die Gewinnung von roten Blutkörperchen. Da gibt es einen Fehler, der wird von der Leber ausgebessert und deswegen habe ich erhöhte Leberenzymwerte vom GPT zum Beispiel. Und den kann man drücken mit dem Liver Support, da ist zum Beispiel Mariendistel drin. Selen, Taurin, Artischockenextrakt. Im Prinzip ist das ein Komplex aus verschiedenen Mineralstoffen und anderen Dingen, die dein Leberenzymwert oder die Leberentzündungswerte etwas regulieren. Vor allem wichtig bei Leuten, die Medikamente benutzen, sei es Ibuprofen oder andere Medikamente. Damit kann man den Leberwert etwas drücken bzw. die Leber bei der Arbeit supporten. Fired Up, ein tolles Produkt vom Holger, auch in Kooperation mit Peak. Sind sehr, sehr coole Sachen drin. Es ist kein Überstimulanz-Fatburner, der dir da die Birne weich macht. Nein, viel klüger. Der bereitet deinen Körper darauf vor, korrekt und effizient Körperfett zu verbrennen. Wir haben da Dinge drin, wie natürlich Koffein. Dann haben wir Pfefferextrakt drin, Kaffeebohnenextrakt. Also ist ja auch ein Komplex. Finde ich alles auf der Webseite. Benutze ich, wie gesagt, 3 Stück, eine halbe Stunde vor dem Cardio. Auch ein Produkt vom Holger. Ganz lieben Gruß nochmal. Das ist der Bacillus subtilis. Ein Darmbakterium, was sehr, sehr, sehr potent ist. Es fördert die guten Darmbakterienstämme und reduziert die schlechten. Die schlechten sind die, die wir züchten durch Shitfood, wie zum Beispiel Zucker, Fastfood, der ganze Kram. Die werden reduziert und die guten, indem wir zum Beispiel auch effizient ein Gemüse verdauen, Kohlenhydrate, Proteine, der ganze Kram, der wird gefördert. Das heißt, wenn Magen-Darm gesund ist, können wir mehr von unserer Nahrung spalten, absorbieren, resorbieren und haben dann auch mehr Dampf über den Tag. Außerdem werden mittlerweile, so ist es bekannt zumindest, ganz viele Hormone über den Darm produziert, auch im Thema Depression. Das heißt, dieses Produkt hat auch Potenzial für Leute, die unter Depression leiden, diese zu lindern bzw. den allgemeinen Zustand zu verbessern. Generell glaube ich, auch so Stand der Wissenschaft, wenn Magen-Darm gesund ist, geht es dem ganzen Organismus besser. Wo wir auch beim Thema Omega-3 wären, benutze ich glaube ich 10 Kapseln am Tag, einfach um den EPA und DHA-Gehalt, quasi der Wirkstoff der Kapseln, und wir reden hier nicht von 1000 Milligramm Öl, wir reden davon, was in dem Öl drin ist, darum geht es nämlich wirklich, dass wir diese Wirkstoffkonzentration möglichst hoch halten. Wir haben hier bei Peak 180 Milligramm EPA und 120 Milligramm DHA und das sind insgesamt dann 300 Milligramm, davon 10 Kapseln am Tag, gibt ergo einen Gesamtwert von 3000 Milligramm, der laut Wissenschaft so der Mindestbetrag sein sollte, um eine wirklich gute Wirkung zu erzielen.
Also jeder, der jetzt ein, zwei Kapseln Omega-3 nimmt, das kann man sich sparen. Da sollte man dann schon beginnen bei 3000 Milligramm Wirkstoff. Also nicht 3000 Milligramm Öl, sondern Wirkstoff. Pro Wirkstoff, Berberin, ein relativ neues Supplement, aber sehr, sehr geil. Vor allem, wenn es zum Thema Cardio und Sport geht. Denn Berberin hat eine ähnliche, also sehr, sehr, nicht super ähnlich, aber ähnliche Wirkung wie Metformin. Metformin ist ein Antidiabetikum und sorgt dafür, dass wir unseren Blutzuckerspiegel etwas nach unten korrigieren können. Das hat folgenden Vorteil, und zwar ist der Blutzuckerspiegel niedrig, muss der Körper eher Energie aus den Fettreserven gewinnen. Sprich, das vom Cardio oder vom Training benutzt, senkt euren Blutzuckerspiegel, ergo habt ihr dann die Möglichkeit oder muss euer Körper mehr aus den Fettzellen an Energie gewinnen bzw. konvertieren und dadurch greift der Organismus schneller auf die Energiequelle Fett zurück, statt über Gluconeogenese, also die Umwandlung von Aminosäuren und Proteinen in Kohlenhydrate, so Energie zu gewinnen. Lange Rede, kurzer Sinn, damit greift man eher auf die Fettreserven zurück, statt auf den Blutzucker. Vitamin Ultra A bis Z. Vitamin A bis Z gibt es verschiedene, aber das ist Ultra A bis Z. Da sind alle Mineralstoffe und Vitamine drin. Also wir haben hier einen Komplex, der ist so groß, der passt da hinten kaum mehr drauf, das kann man kaum mehr lesen. Also wir haben hier bestimmt 30 verschiedene Inhaltsstoffe, von Magnesium bis Kalium, Natrium, wir haben alle möglichen Vitamine drin. Also ein Ultra A bis Z, so wie das Produkt halt auch heißt, ist alles drin, was man braucht. Benutze ich zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends zum Schlafen gehen. Apropos Schlafen gehen, Stress Control. Eins meiner absoluten Lieblingsprodukte, auch in Kombination mit dem Holger produziert, mit HBN und Peak. Da sind richtig coole Sachen drin. Wir haben zum Beispiel Ashwagandha, was mittlerweile ein Begriff sein sollte, und zwar KSM-66. Das ist die patentierte Anti-Shit-Formel, sage ich mal. Mit einem KSM-66 kannst du nichts falsch machen. Da ist dann das drin, was draufsteht, und das funktioniert. Wir haben außerdem noch andere Dinge drin. Wir haben noch Kupfer drin, wir haben Rhodiola rosea drin, das Ashwagandha-Pfefferextrakt, schwarzer Pfefferextrakt, Kupfer, Magnesium, steht alles hinten drauf. Es ist quasi ein Komplex, um Stress und Cortisol zu reduzieren. Warum macht das Sinn? Cortisol ist ein katabolisches Hormon und wir Bodybuilder wollen anabol sein. Sprich, lateinisch anabol, zu deutsch ist aufbauend, also muskelaufbauend. Und nach dem Training ist es wichtig, den katabolen Zustand möglichst schnell zu reduzieren und den anabolen Zustand sofort in die Wege zu leiten. So können wir gewährleisten, dass die Nährstoffversorgung im Muskel erhöht wird und wir dadurch die Regeneration fördern. Apropos Regeneration, Kollagen. Regeneration der passiven Strukturen, wie zum Beispiel Bänder, Sehnen, Knorpel, der ganze Kram. Wir haben hier mit dem Kollagen, das sind Kollagenpeptide und schmeckt übrigens auch sehr lecker. Trinke ich über den Tag und rundums und im Training vor allem. Sorgt dafür, dass ihr durch das Kollagen, was da enthalten ist, Strukturen wieder aufbauen können. Die Knorpelstrukturen, generell Sehnenbänderstrukturen, sind eher wenig gut durchblutet. Heißt, es dauert eine Zeit lang, bis die Kollagentypfasern sich verändern und zu wirklich festem Material werden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr online nachlesen. Wichtig ist, dass man dauerhaft Kollagen zuführt und dem Körper zur Verfügung stellt, sodass er die kaputten, passiven Gewebstrukturen wieder reparieren kann. Außerdem gilt es auch für Muskulatur, also quasi die Aktiven, die wirklich was tun. Ist Kollagen raus, ist die Gefahr für Verletzungen deutlich höher. Jetzt kommen wir zu meinem nächsten, einer meiner Lieblingsprodukte, Epic Pump. Tolle Rezeptur, wir haben hier 16.000 Milligramm in 8.000 Milligramm Arginin und also Alpha-Ketoglutarat, dem AAKG und dem Citrullin-Malat. Gemeinsam die Kombination mit einem Gramm Salz, das füllt schon richtig rein, keine Stimulantien, wir reden hier nur von purem Blutfluss und darum geht es im Training auch. Ich persönlich bin kein Fan davon, mir die Birne matsch zu machen mit zusätzlich irgendwelchen Stimulanzboostern. Ich stehe dann lieber auf das saubere, altbewährte Koffein und dem Arginin- und Citrullin-Gemisch für die Durchblutung. So, Glutamin, auch allgemein bekannt, vermutlich, unterstützt den Darm bei der Verdauung und außerdem ist bekannt, laut Studien, dass Glutamin Verwendung findet bei den Heilungsprozessen der Haut, unter anderem auch bei Verletzungen. Sprich, es hydriert die Zelle und sorgt zudem dafür, dass wir besser regenerieren können. Außerdem fördert es Magen-Darm-Aktivitäten bzw. Glutamin ist ein großer Bestandteil der Darmschleimhaut. Bedeutet, wenn wir Glutamin zuführen und zur Verfügung haben im Körper, kann unser Darm damit deutlich besser arbeiten. Und wie gesagt, hydriert die Muskulatur, wodurch wir voller und gesünder aussehen. Voller und gesünder, Elektrolytkomplex. Wer Krämpfe im Training hat oder nach dem Training hat und generell unter Krämpfen leidet, ist der Elektrolytkomplex genau perfekt. Da ist Sodium, Natrium, Salz enthalten, wir haben Kalium und wir haben Magnesium ist noch dabei, Vitamin D3 ist noch dabei und Calcium. Also alle wichtigen Mineralien, die man braucht, die man im Training meistens verliert oder ausschwitzt. Gerade jetzt, wo es zum Sommer hingeht, sollte man aufpassen, dass man genügend Elektrolyte zu sich nimmt und nicht nur Wasser trinkt. Denn wer zu viel Wasser trinkt, spült mehr Elektrolyte aus, als er zuführt. Das schon mal vorweg. Jetzt geht's weiter. Antioxidantien, erkläre ich nochmal kurz.
Es gibt die sogenannten freien Radikale, die bösen, bösen Jungs und Mädels. Wenn man sich körperlich aktiv hält, sorgt es einfach dafür, dass wir Zellen verbrauchen und die sterben ab und sorgen in unserem Körper für einen gewissen Alterungsprozess. Antioxidantien sind in dem Fall quasi die Gegenspieler dazu, sprich mit Antioxidantien kann man das freie radikale Level etwas aufbessern und sorgt dafür für einen verringerten Alterungsprozess. Außerdem sorgt es für eine Zellgesundheit. Und wir haben hier ziemlich potente Sachen drin. Da ist Zink ist zu anderen drin, wir haben Glycerin, Alpha-Liponsäure, wir haben Acetylcystein, also das sogenannte NAC, Traubenkernextrakt und. Ich sehe da knapp 20 Inhaltsstoffe, könnt ihr mal reingucken. Insgesamt sind die Dinge, die da drin sind, sehr, sehr sinnvoll, auch in Kombination. Als guter Letzt, noch nicht guter Letzt, aber gleich, Vitamin C sollte bekannt sein, wirkt übrigens auch Antikatabol und senkt Cortisol. So, und jetzt kommen wir zum letzten Produkt, ist mittlerweile eins der favorisierten Produkte, und zwar Epic Intra. Da haben wir nämlich ziemlich coole Sachen drin. Wir haben einmal ein EAA-Komplex drin, und zwar Multiple Amino Pattern heißt. Wir haben alle Aminosäuren gleichwertig verfügbar und das sorgt für ein ganzheitliches Aminosäurenbild, woraus korrekt Proteine gebaut werden können. Wir haben ein Elektrolytkomplex da drin zu den Elektrolytkapseln, die ich nehme. Und was ist denn hier noch alles drin? Ich lese mal vor. Wir haben Kalium, Calcium, Magnesium, Chrom, alle EAAs, das sind 8 Stück. Dann haben wir noch Kainitrin, Betain haben wir noch drin. Wir haben Clusterdextrin, also zyklisches Dextrin und Maltodextrin drin. Und wie gesagt, die Elektrolyte. Also da ist ein Haufen cooles Zeug drin. Finde ich persönlich perfekt fürs Training. Wir haben verfügbare Kohlenhydrate, die den Insulinspiegel nicht so maximal pieken. Wir haben EAAs drin, wir haben Elektrolyte drin. Und ich packe noch 1 Gramm Salz dazu, dann gibt es richtig Wumms im Training. Das war's jetzt von meiner Diät-Peak-Bestellung, wenn man so will. Ich hoffe, es hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Mike.